Ihr seid bei Vanessas Vlog. Ich bin Vanessa. Bevor wir heute mit dem neuen Projekt starten, möchte ich noch eine kurze Ansage in eigener Sache machen. Und zwar gab es in letzter Zeit einige Hinweise von euch, dass ihr auf meiner Homepage irgendwelche Schnittmuster oder Vorlagen nicht öffnen könnt und runterladen könnt. Und das Problem hatte ich eigentlich nicht. Nichtsdestotrotz habe ich nochmal bei meinem Provider nachgefragt und tatsächlich gab es ein kleines technisches Problem. So ist das mit dem Wunder der Technik. Ich bitte dies zu entschuldigen, es tut mir leid, aber es sollte Abhilfe geschaffen worden sein und auf meiner Homepage www.vanessasvlog.de könnt ihr jetzt wieder unter Links und Downloads die entsprechenden Schnittmuster öffnen, runterladen, ausdrucken, was auch immer. So, das dazu und jetzt kommen wir zum heutigen Projekt. Ich möchte mit euch heute wieder ein Webware-Projekt nähen und zwar aus dem Klimperkleinbuch Nähen mit Webware den Rock mit Fake-Reißverschluss. Dieses Projekt ist ein bisschen aus der Not herausgeboren. Ich hatte hier noch so einen schönen Stoff liegen, wo ich eigentlich eine Hose draus nähen wollte und ehe man sich versieht, reicht der Stoff nicht mehr für eine Hose. Das Kind ist zu groß geworden und somit wird es heute ein Rock. Vielleicht kennt ihr das ja. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, für meinen Rock heute habe ich mir einen Babycord-Stoff ausgesucht. Der ist ganz fein und weich und ich finde ihn ganz toll. Und wenn ihr eure Teile zuschneidet für diesen Rock, dann achtet wie immer auf die Nahtzugabe. 1 cm überall, außer am Saum, dort 3 cm. Und es gibt eine Bügeleinlage für den Gummizug. Da gibt es keine Nahtzugabe. Diese Bügeleinlage Flieseline H200 wird da empfohlen, ohne Nahtzugabe zu schneiden. Ansonsten, wie gesagt, der Anleitung entsprechend mit der entsprechenden Nahtzugabe. Dann gibt es in dem Schnittmuster so Markierungen, so kleine Striche. Die könnt ihr entweder mit einem Trickmarker übernehmen, der sich nach einer Zeit verflüchtigt, oder mit kleinen Knipsern in der Nahtzugabe mit der Schere einschneiden. Das geht auch. Die sind nachher wichtig für die Positionierung der Taschen und so weiter. Die müsst ihr auf jeden Fall mit übernehmen. Und ansonsten, wie immer bei Webware, lasst euch Zeit, schön alle Teile vor dem Nähen versäubern. Wir starten als erstes mit dem Annähen der Taschenbeutel. Ich habe hier meine beiden Vorderteile vom Rock und wir starten damit, dass wir das Taschenvorderteil rechts auf rechts entsprechend der Rundung an das passende Rockvorderteil legen. Rechts auf rechts, so dass hier oben die Rundungen bündig aufeinander liegen. Und diese Rundung wird auch zusammengenäht mit eurer normalen Nähmaschine. 1 cm Nahtzugabe habt ihr gegeben. Hier näht ihr die beiden Teile aufeinander. Bei dem anderen Rockteil macht ihr das natürlich gegengleich ebenso. Wenn ihr die beiden Teile hier aufeinander genäht habt, nehmt ihr das Vorderteil eures Taschenbeutels und schlagt es über diese Naht auf die Rückseite eures Rockvorderteils um. Und diese umgeschlagene Kante wird jetzt einmal schön glatt gebügelt. Ihr wisst, gut gebügelt ist halb genäht. Das Bügeleisen könnt ihr eigentlich während des ganzen Nähprozesses immer eingesteckt lassen. Ihr müsst immer wieder bügeln. Und wenn ihr diese Kante schön ausgearbeitet habt, dann wird sie im nächsten Schritt noch einmal knappkantig abgenäht. So, wir befinden uns jetzt auf der Rückseite des Rockvorderteils. Jetzt im nächsten Schritt wiederum legt ihr den hinteren Taschenbeutel passend auf das Vorderteil des Taschenbeutels, rechts auf rechts und so, dass hier unten die Rundungen übereinstimmen. Dadurch ergibt sich automatisch, welcher Taschenbeutel auf welche Rockseite gehört. Nicht wundern, hier oben steht der Taschenbeutel über. Ihr legt die schön rechts auf rechts bündig aufeinander, steckt es euch fest, wenn ihr möchtet und dann wird diese Rundung komplett von der Seite bis zur Oberkante geschlossen. Und das natürlich auf beiden Seiten eures Vorderteils.
achtet beim Zusammennähen darauf, dass ihr nur die beiden Teile eures Taschenbeutels zusammennäht. Ihr näht nicht den Taschenbeutel auf das Vorderteil. Das Vorderteil könnt ihr wegklappen und nur die beiden Taschenbeutel zusammennähen. Das ist wichtig. So, eure Taschen sind jetzt fertig angenäht. Und im nächsten Schritt nähen wir jetzt die beiden Vorderteile zusammen. Dafür legt ihr sie rechts auf rechts aufeinander. Und schließt hier die vordere Mitte von oben nach unten inklusive dieser Ausbuchtung für den Fake-Reißverschluss. Diese Naht einmal schließen. Wenn ihr die beiden Rockteile hier zusammengenäht habt, klappt ihr das Ganze wieder auf. Bei mir ist jetzt die linke Stoffseite oben, also die Rückseite vom Rock. Und je nachdem, was ihr näht, also jetzt nähen wir natürlich einen Rock für ein Mädchen, ist logisch, aber solche Nähte gibt es ja auch bei Hosen, legt man diesen Fake-Reißverschluss jetzt auf die eine oder auf die andere Seite. So. Und zwar, ich drehe es jetzt einmal, liegt der Fake-Reißverschluss bei Mädchen später auf der von vorne gesehenen rechten Seite, also hier hinter. Und bei Jungs auf der anderen Seite, sagt man. Letzten Endes kann man machen, was man will. Ihr klappt das Ganze hier auf jeden Fall auf und legt die Nahtzugabe jetzt auf eine Seite inklusive dem Fake-Reißverschluss und dann bügelt ihr das Ganze gut. Flach und fest. So sieht das Ganze jetzt gebügelt von rechts aus. Also hier oben haben wir diesen Fake-Eingriff, den Fake-Reißverschluss. Und die Nahtzugabe wird jetzt von rechts nochmal festgesteppt. Also hier oben die Ausbuchtung, weil hier dieser Eingriff, dieser Fake-Reißverschluss soll ja offen bleiben. Also hier oben entlang der Ausbuchtung. Das fühlt man, das kann man sich aber auch nochmal anzeichnen. Und auch hier unten die Nahtzugabe wird nochmal festgesteppt. Wenn ihr das so machen wollt, wie bei einer Jeanshose zum Beispiel, dann wird das ja meistens mit der Zwillingsnadel zweireihig abgesteppt. Oder ihr macht es halt mit der normalen Nähnadel in zwei Reihen mit einem gleichmäßigen Abstand. Oder ihr macht es mit irgendeinem Zierstich oder mit einer einfachen Naht, also wie ihr möchtet. Je nachdem, wie doll ihr die Naht betonen wollt oder nicht. Entlang des Bogens hier oben und entlang der geraden Naht bis runter zum Saum absteppen. So, jetzt ist das Vorderteil eures Rockes quasi fertig. Überall hier, wo sich die verschiedenen Schichten eures Rockes, die Taschen und das Vorderteil oder der Fake-Reißverschluss, wo sich mehrere Schichten überschneiden, überlappen, könnt ihr das innerhalb der Nahtzugabe mit ein paar Steppstichen festhalten. Dann verrutscht das nicht und man kann das Gesamtteil besser weiterverarbeiten. Wichtig, diese Steppstiche brauchen nicht verriegelt werden, diese dienen einfach nur der Sicherung und die sollen auch später nicht sichtbar sein, deswegen innerhalb der Nahtzugabe. So, als nächstes werden Vorderteil vom Rock und Hinterteil vom Rock zusammengenäht. Also diese beiden Teile legt ihr rechts auf rechts aufeinander und schließt die Seitenkanten. Als nächstes geht es weiter mit dem Bund, wo nachher das Gummiband eingenäht wird. Ihr habt zweimal ein hinteres Bundteil und zweimal ein vorderes Bundteil. Und ihr nehmt jetzt ein vorderes Bundteil, legt es rechts auf ein hinteres Bundteil und schließt die Seiten und näht so einen Ring aus einem vorderen und einem hinteren Bundteil. Und das macht ihr zweimal. Kleine Anmerkung noch zu der Bügeleinlage, zu der Flieseline H200. Die wurde zwar beim Material und beim Zuschnitt erwähnt, aber in der Anleitung dann keines Wortes mehr. Ich habe es jetzt einfach so gemacht, dass ich die zugeschnittenen Teile halt jeweils auf das entsprechende Bundteil auf die linke Stoffseite aufgebügelt habe. Und verarbeite das jetzt so mit. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht, aber ich denke schon. So. Jetzt habt ihr zwei Ringe, bestehend jeweils aus einem vorderen und einem hinteren Bundteil. Und diese beiden Ringe steckt ihr jetzt rechts auf rechts ineinander, sodass vorderes Bundteil auf vorderem Bundteil liegt und hinteres Bundteil auf hinterem Bundteil. Und dann schließt ihr die obere Kante rundherum. So, nach dem Zusammennähen könnt ihr das Ganze wenden und einmal der Länge nach zur Hälfte falten. Das hier jetzt mal eben fest. Auf jeden Fall gleich noch mal schön überbügeln.
Diese Flieseline, die gibt dem Bund auf jeden Fall mehr Stand, dass der sich später, wenn das Gummiband gezogen wird, nicht irgendwie so komisch verdreht oder kräuselt. So. So sieht jetzt der fertige Bund aus. Also ihr habt quasi so einen zweilagigen Ring und in den Zwischenraum wird gleich das Gummiband gelegt. Damit geht es jetzt auch weiter. Euer Gummiband messt ihr auf jeden Fall an dem zu benähenden Kind ab. Weil ihr wisst selber, Kinder sind unterschiedlich vom Körperbau und da macht das Abmessen auf jeden Fall Sinn. Also ihr messt den Bauchumfang eures Kindes und nehmt für die Gummibandlänge 80% von diesem Bauchumfang plus 2 cm Nahtzugabe. Und mit diesen 2 cm Nahtzugabe näht ihr das Gummiband zu einem Ring zusammen. Wenn euer Gummibandring fertig ist, legt ihr ihn in den Buntring, den ihr zuvor genäht habt, in den Zwischenraum zwischen den beiden Stofflagen jeweils rein. Und ich mache das so, dass ich das Gummiband bis ganz oben an die Kante lege und dann von außen hier mit einer Klammer festhalte, dass mir das später beim Zusammennähen nicht in die Naht reinrutscht. Weil das Gummi soll lose in dem Bund liegen und nur der Bund wird an den Rock oder an die Hose genäht und nicht das Gummi. Und so präpariere ich mir das. Das Gummi ist logischerweise kleiner als der Rockbund. Im Anschluss nehme ich meinen Rockbund und teile ihn mir in 4 gleiche Teile auf. Markiere ich mir mit Nadeln oder mit Klammern. Und das gleiche mache ich mit meinem Bund am Rock. Das habe ich hier schon mal gemacht. Jeweils die Nähte, die Seitennähte sind ein Punkt und dann vordere und hintere Mitte sind ein Punkt. Und mit den gleichen Punkten am Saum, am Bund und am Rock lege ich diesen Rockbund dann in die Rocköffnung. Und so, dass die Mittelpunkte, diese 4 markierten Punkte von meinem Bund und von meinem Rock übereinstimmen. Aufpassen, dass ihr alle Stofflagen erwischt, die beiden Stofflagen vom Rockbund und euren Rock selber. Dann steckt ihr die markierten Punkte aufeinander fest. Achtet darauf, dass das Gummiband in dem Zwischenraum liegt, aber nicht mit angenäht wird. Und dann näht ihr rundherum euren Rockbund mit dem versteckten Gummiband oben an euren Rock. So, das sieht doch schon mal richtig nach Rock aus, oder was meint ihr? Im letzten Schritt müsst ihr jetzt nur noch unten den Saum nähen. Dafür nehmt ihr die 3 cm Saumzugabe, die ihr gemacht habt, und schlagt sie auf die linke Stoffseite um. Gut bügeln und dann wird das Ganze nochmal abgenäht. Und dann ist euer Rock fertig. So, der Rock mit Fake-Knopfleiste ist fertig. Ich hoffe, dass ich damit bei der kleinen Ella punkten kann. Mit ihren fast 6 Jahren ist die längst nicht mehr so einfach zu benähen, wie das mal der Fall war. Und die hat echt ihren eigenen Kopf entwickelt mittlerweile bei Klamotten. Aber ich werde es mal versuchen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Solltet ihr noch Fragen haben, meldet euch immer gerne. Den Link zum Schnittmuster bzw. zu dem Buch, in dem ihr das Schnittmuster findet, findet ihr in der Infobox. Das ist das Textfeld unter dem Videofenster. Und wir sehen uns hoffentlich bald zu einem neuen Video. Ich wünsche euch bis dahin ganz viel Spaß. Bleibt gesund und bis bald.